Ich spreche jetzt mit Frau Christine Andersson, Mitglied des Europäischen Parlaments, zugeschaltet jetzt auch direkt aus Brüssel. Und Frau Andersson war vor kurzem in Japan und hat dort neue Erkenntnisse mitgebracht, denn dort werden neue mRNA-Impfstoffe auf den Markt gebracht. Ich grüße Sie, Frau Andersson. Danke, dass Sie sich Zeit nehmen. Ja, gerne. Guten Morgen. Wir wollen heute darüber sprechen, was Sie in Japan gesehen, gehört, erlebt haben. Wie sind denn die neuesten Entwicklungen, die Sie mitgebracht haben? Ja, es ist in der Tat so, dass mit Beginn des oder 1. Oktobers dort eine neue Generation von mRNA-Injektionen ausgerollt wird. Um es kurz zu machen, wir sprechen jetzt darüber, dass mRNA-Injektionen praktisch on Steroids sind. Wenn man mal zurückdenkt, die ursprüngliche mRNA-Injektion wurde uns zu Beginn so verkauft, also das verbliebe ja in der Einstichstelle im Oberarm und das war ja schon gelogen. Man hat das ja, das Spike-Protein ja in unzähligen Körperregionen auch nachgewiesen. Und dieses neue oder neuartige Technologie, die zielt geradezu darauf ab, sich im ganzen Körper zu verbreiten. Und das besonders Bemerkenswerte ist, was hier praktisch injiziert wird, das sind biologische Druckmaschinen oder Kopiermaschinen. Das nennt sich Self-Amplifying or Self-Replicating mRNA. Und was es im Prinzip tut, es integriert in die Gene regelrecht den Bauplan, um diese Antigene zu produzieren. Wie gesagt, wieder verpackt mit Lipid-Nanopartikeln, so dass gewährleistet ist, dass alle Zellen durchdrungen werden können. Und nochmal, es integriert die Gene, die für die Reproduktion, die Replikation der für das Spike-Protein erforderliche kodierende mRNA nötig ist, um dort praktisch sich selbst zu vervielfältigen und von sich selbst Kopien anzufertigen. Nochmal, es ist eine biologische Kopiermaschine, die jetzt injiziert werden. Das bedeutet, wenn man diese neuen selbstverstärkenden mRNA-Impfstoffe, wie das als auf Deutsch bezeichnet wird, der Körper in sich aufnimmt, dann geht das seinen eigenen Weg, denn es sind Kopiermaschinen, es setzt sich fort und es benötigt dann nicht mehr die 2 Monate Boosterimpfungen, sondern das soll sich dann selbst im Körper weiterentwickeln. Genau. Und besonders problematisch ist, wie wir das gerade schon angesprochen haben, es kann einem niemand sagen, hört dieser Prozess auch irgendwann mal auf? Und wenn ja, wann ist das der Fall? Es besteht auch keine Gewährleistung darüber. Dann haben wir das Problem des Shedding. Das war ja bei den mRNA-Injektionen schon also möglich, dass es ein solches Shedding gibt. Und hier ist es höchstwahrscheinlich, dass das passiert. Nicht nur höchstwahrscheinlich, sondern wie gesagt, es ist ja dieser selbst kopierende Prozess. Insofern wird es ein Shedding geben. Das heißt, auch Personen, die sich mit dieser Substanz nicht spritzen lassen, die werden davon betroffen sein. Jetzt ist die Übertragung natürlich nicht über die Luftwege oder so, aber selbstverständlich über Körperflüssigkeiten ist das also nicht nur höchstwahrscheinlich, sondern das wird der Fall sein. Und insofern haben wir es hier mit einem Problem zu tun, dass wir nicht nur mehr von der Übertragung von Mensch zu Mensch, sondern insbesondere von der Übertragung vom Mensch auf die gesamte Umwelt hier sprechen müssen. Ein weiteres großes Problem besteht darin, dass hier auf Alpha-Viren gesetzt wird, im Prinzip um diese Technologie zu injizieren. Alpha-Viren, die zeichnen sich eben dadurch aus, dass sie speziesübergreifend in der Lage sind, sich zu replizieren, sich fortzusetzen. Und insofern wird natürlich der evolutionäre Druck, dem ja alle Viren unterliegen, in ihren Wirten keinen allzu großen Schaden anzurichten, der wird hier dadurch praktisch sinkt dramatisch. Im Klartext heißt es, wenn ein Virus die Möglichkeit hat, mehrere Spezies als Wirte zu haben, dann kann es durchaus in einer Spezie durchaus tödlich sein, solange andere Spezies zur Verfügung stehen. Als Beispiel wäre da beispielsweise zu nennen
Die sogenannte östliche Pferde-Enzephalitis, die durch ein Virus ausgelöst wird. In Vögeln beispielsweise richtet das kaum Schaden an, wenngleich es bei Menschen durchaus tödliche Folgen haben kann. So, das heißt, dieser evolutionäre Druck wird genommen. Und ja, wir haben es dann tatsächlich damit zu tun, dass die gesamte Umwelt davon betroffen sein wird. Wir reden hier wirklich von Primaten, Nagetieren, Vögeln, teils auch Fischen, die da als Wirte in Frage kämen. Und das wäre dann praktisch ein Virus, was alle Zeit überdauern wird. Insofern, das ist hochgefährlich. Ja, und es ist kein Ende absehbar. Niemand kann einem sagen, wie lange sich dieser Replizierungsprozess fortsetzen wird. Insofern höchst bedenklich. Höchst bedenklich. Sie sagen, niemand kann sagen, wie lange der Replizierungsprozess fortgesetzt wird. Ich nehme an, auch in Japan gibt es dazu logischerweise keine Langzeitstudien. Es gibt dort keine entsprechenden Erfahrungen. Man wird das so wie bei der Covid-Spritze machen wollen, dass man dann die ganzen Nebenwirkungen und die ganzen Erfahrungen dann post-Marketing erhebt, wie es jetzt in den RKI-Files drinnen steht. Ist das eine bedingte Zulassung, die jetzt in Japan erteilt wurde, oder wie können wir uns das vorstellen? Ja, da ist ja mal zunächst die Frage zu stellen, warum hat man sich eigentlich Japan ausgesucht? Dafür gibt es zwei Gründe meines Erachtens. Der erste Grund, wenn man so ein neuartiges Produkt ausrollt, dann sucht man sich vielleicht einen Markt, in dem die Hürden der Zulassung etwas niedriger sind als möglicherweise in Europa oder in den USA. Und das scheint hier in Japan der Fall zu sein. Und ein zweiter Grund, den ich eigentlich noch für wichtiger halte, ist, wenn man sich die japanische Gesellschaft einmal anschaut, die Japaner, die sind also im Allgemeinen doch sehr dienstbeflissen, pflichtbewusst. Also Japaner stehen jetzt auch nicht im Ruf, auf die Barrikaden zu gehen, eben weil sie sehr respektvoll sind. Das ist einfach eher naturell. Und ich glaube, diese grundsätzlich positive Eigenschaft des japanischen Volkes, die wird hier regelrecht als Waffe genutzt. Also man befürchtet da keine großen Widerstände. Insofern, ja, meines Erachtens sind das die Gründe, warum man jetzt Japan ausgewählt hat, um dann hernach sagen zu können, ja, wir haben es doch in Japan gemacht. Und solange da jetzt die Leute nicht umfallen, wie die fliegen, mal flapsig ausgedrückt, ja, dann scheint das doch safe and effective zu sein. Und damit hat man wieder die Sicherheit und die Effektivität, ja, die man dann auch irgendwie in welchen herbeifantasierten Studien nachweist. Und hat es dann umso leichter, diese Produkte eben dann auch in Märkten auszurollen, wo die Hürden etwas höher sind, wie zum Beispiel Europa oder den USA. Und das scheint mir hier der Fall zu sein. Es gibt aber in Japan vermutlich auch kritische Stimmen oder Wissenschaftler oder Ärzte, die dagegen sind. Haben Sie solche getroffen oder haben Sie sich mit solchen unterhalten? Ja, selbstverständlich. Das war im Prinzip der Grund meiner Reise nach Japan. Wir haben dort den mittlerweile 6. internationalen Covid-Summit bestritten. Das ist eine Konferenz. Da kommen Wissenschaftler aus der ganzen Welt zusammen. Wir sind also schon hier in Brüssel, haben wir einen solchen schon gehabt. In Rom war schon einer. In Washington DC sind wir schon gewesen. Also wir bereisen da auch die ganze Welt inzwischen. Und wie gesagt, renommierte Wissenschaftler aus allen möglichen Branchen kommen nah zusammen, um über die Problematik aufzuklären. Wir sind dort auch im japanischen Parlament gewesen, auf Einladung von 3 japanischen Parlamentariern und haben eben dort auf die Problematik hingewiesen. Und das hat recht hohe Resonanz gefunden. Es war eine 3-tägige Konferenz und am 4. Tag hatten wir dann eine Kundgebung organisiert. Da muss ich sagen, da sind 50.000 Menschen erschienen. Das ist, also hätte ich niemals für möglich gehalten, dass wir in der Lage wären, in Japan, in Tokio 50.000 Menschen auf die Straße zu bekommen. Aber es ist uns gelungen, das heißt, auch dort hat es sich rumgesprochen.
Ich meine, wir beginnen doch gerade jetzt erst zu realisieren, wie welchen großen Schaden die mRNA-Injektion an sich angerichtet hat. Und tagtäglich kommen neue Erkenntnisse dazu. Wenn wir da über die RKI-Files sprechen, man hat es doch schwarz auf weiß dokumentiert inzwischen, dass diese mRNA-Injektion also im besten Falle nutzlos, im schlimmeren Falle schädlich und im schlimmsten Fall gar tödlich war. Und dennoch setzt man dem jetzt noch eins drauf. Aber insgesamt muss ich sagen, der Widerstand in Japan ist da. Wie gesagt, 50.000 Japaner auf der Straße, um genau dagegen zu protestieren. Und die ersten Verlautbarungen, die ich jetzt aus Japan so mitbekomme, ist ein bisschen schwierig wegen der Sprachbarriere und noch nicht mal die Verschriftlichungen kann man ja entziffern. Aber soweit ich das mitbekommen habe, diese self-amplifying mRNA, die möchte auch gar keiner. Selbst Seniorenheime sagen, nee, lasst mal lieber, wollen wir nicht. Ja? Insofern war der International Covid Summit dort erfolgreich. Wir haben ja dafür gesorgt, dass es auf den Radar von sehr vielen Menschen gelangt. Und hoffentlich hat es dazu geführt, dass sich nur ganz, ganz wenige mit dieser toxischen Substanz jetzt injizieren lassen. Und ich denke auch, unser Interview ist jetzt eine ganz wichtige Botschaft an den deutschsprachigen Raum, damit man jetzt alles unternimmt, dass diese Stoffe nicht nach Europa gelangen, dass es hier nicht das nächste Testfeld gibt mit Menschen als Versuchskaninchen. Sie werden vermutlich auch im Europäischen Parlament alles unternehmen, damit das blockiert wird. Gibt es hier schon erste Bestrebungen oder wie ist die Lage? Nein, also hier im Haus ist tatsächlich, ich meine, soweit ich weiß, muss ich einmal dazu sagen, wir kriegen ja nicht alles gesagt. Ja. Also soweit ich weiß, ist das hier noch nicht aufgeschlagen. Ich bin mir aber sehr sicher, dass in der Kommission da bereits entsprechende Dokumente vorhanden sind. Auch die EMA wird da entsprechende Dokumentationen vorliegen haben. Man hat es halt nur noch nicht für nötig erachtet, das möglicherweise einem größeren Rahmenkreis zur Verfügung zu stellen. Aber wir müssen hier wirklich noch mal deutlich festhalten. Also diese mRNA, das sind also mRNA und Steroids. Es gibt keine Gewährleistung, wie man das überhaupt wieder begrenzen könnte, weil eben diese Alpha-Viren, die hier genutzt werden, in der Lage sind, sich auf verschiedenste Spezies auszubreiten und dort auch zu überleben. Hinzu kommt, dass die Alpha-Viren in der Lage sind, auch außerhalb eines Wirtes für längere Zeit zu überleben. Insofern, wir haben dann den Übergang auf die gesamte Umwelt, also nicht nur Mensch, sondern auch Tier und so weiter. Insofern, es würde sich auch über den ganzen Globus ausbreiten. Also ich weiß nicht, wie man das jemals wieder in den Griff kriegen will, wenn sich tatsächlich herausstellen sollte, dass es die eigenen Körperzellen angreift und möglicherweise Todesfälle zur Folge hat. Vielleicht als letzte Frage von mir noch, haben Sie in Japan gehört, was die offizielle Begründung ist, warum man das jetzt benötigt? Sie haben ja schon die zahlreichen Schäden und die Nutzlosigkeit der bisherigen mRNA-Injektionen angesprochen. Mit welcher Argumentation versucht man das wortwörtlich den Leuten jetzt reinzudrücken? Ja, der Grund, warum man das jetzt überhaupt macht, also A, ist natürlich das tödliche Covid-Virus, das schwirrt ja immer noch überall rum. Also diese Grundangst wird halt aufrechterhalten. Also Covid ist nach wie vor da und dann haben wir ja das böse oder die böse Folge davon, das Long-Covid, wobei bislang noch keiner untersucht hat oder auch nur untersuchen möchte. Long-Covid, ist das eigentlich eine Folge einer Erkrankung oder ist das eine Folge dieser mRNA-Injektion? Wie gesagt, das wird aufrechterhalten und das Argument für diese SA-mRNA jetzt wird gesagt, eben weil es self-replicating ist, weil es sich selbst immer weiter kopiert und fortsetzt, bräuchte man davon eben diese Booster nicht mehr. Na? Also man hat inzwischen wohl realisiert, mRNA-Injektion, das ist irgendwie nur zeitweise, hilft es, wenn überhaupt, dann nur zeitweise, dann muss ja immer wieder geboostert werden. Die negativen Effekte, die es auf das natürliche Immunsystem hatte,
musste ja praktisch mit diesen Booster-Impfungen kompensiert werden. Und jetzt setzt man eben auf diese Self-Amplifying mRNA, in der Hoffnung, dass dann diese Booster entfallen, weil es sich ja immer weiter selbst vervielfältigt. Das ist das Argument, warum man diese Technologie jetzt einsetzt. Jetzt muss ich noch einen Nachsetzer, wirklich versprochen, die letzte Frage machen. Frau Andersson, ich denke, es wäre jetzt an der Zeit, bevor dieser Wahnsinn nach Europa kommt, dass mit der Corona-Aufarbeitung endlich auf allen Ebenen ernsthaft begonnen wird. Denn man muss ja dieses Narrativ zerstören, dass das Covid eine tödliche Pandemie ist. Denn das ist ja das einzige Argument, warum man jetzt hier weiter forscht. Ja, selbstverständlich. Aber der Wille ist doch gar nicht da. Man hat das ja gesehen hier im Covid-Sonderausschuss, den wir hier im Haus hatten. Und ungeachtet all der Lügen, die wir dort entlarvt haben, ungeachtet all der Fake News, die ja gerade von der EMA verbreitet wurden oder von der Europäischen Kommission verbreitet wurden, ungeachtet all dessen, wird in diesem Abschlussbericht nichtsdestotrotz jede einzelne Lüge wiederholt. Also die mRNA ist sicher und effektiv gewesen. Es hat 20 Millionen Menschenleben gerettet. Das sind glatte Lügen. Schäden gibt's keine. Und ich meine, jetzt sieht man vielleicht, ja, so ein paar Schäden hat es hier und da schon irgendwo gegeben. Aber Myokarditis ist ja behandelbar. Alles gar nicht so schlimm. Der Punkt ist aber der, wir sehen jetzt in Kindern Myokarditis. Und der Punkt ist der, es hat bisher in der Vergangenheit im Jahr 2 bis 3 Fälle von Kindern mit Myokarditis gegeben. Jetzt sind es 2 bis 3 Fälle pro Woche in den Praxen der Kardiologen. Das ist ein Wahnsinn, was wir hier inzwischen feststellen. Aber nichtsdestotrotz, es ist kein Wille zur Aufarbeitung da. Im Bundestag ist es ja nun endgültig zunächst erstmal bis in die nächste Legislatur weiter verschoben worden. Und das ist einfach nicht länger akzeptabel und nicht länger hinnehmbar. Das Vertrauen, das verloren gegangene Vertrauen in die Wissenschaft in diesem Bereich und auch in die Ärzte, das muss doch erstmal mühsam wiederhergestellt werden. Gott bewahre, es käme jetzt tatsächlich eine Gefahr in Form einer Gesundheitsgefahr auf uns zu. Wer soll denen denn noch glauben? Wenn wir jetzt nicht bereit sind zu sagen, okay, wir müssen uns genau angucken, was ist in den letzten 4 Jahren hier eigentlich passiert? Hat man tatsächlich auf die Wissenschaft gehört? Nein, hat man eigentlich nicht. Man hat die Wissenschaft dazu missbraucht, politisch festgesetzte Ziele, denen einen wissenschaftlichen Anstrich zu verleihen. Aber wie gesagt, das verloren gegangene Vertrauen muss wiedergewonnen werden. Ich habe aber nur wenig Hoffnung, dass das in Zukunft gelingen wird. Ich bin jetzt Ausschussmitglied im Ausschuss Öffentliche Gesundheit und mein erster Aufschlag dort in diesem Ausschuss, ich habe zusammengefasst, was mir besonders wichtig ist und natürlich einen großen Fokus auf die Aufarbeitung gelegt. Und ich wurde da wieder der Verbreitung von Fake News bezichtigt, dass ich Desinformation hier betriebe und ich sollte mich schämen, so sinngemäß, dass ich die selige mRNA-Injektion auch nur in Zweifel ziehe. Aber wie gesagt, man ist nicht bereit, sich das anzuschauen und das, obwohl ja die RKI-Protokolle sind offen für jedermann einsehbar. Man müsste es aber auch wollen. Die Verantwortlichen werden weiter mauern, denn sie hängen ja alle mit drin. Das ist eine zusammenhaltende Kumpanei aus Medien, Justiz, Politik. Es wird hier einen grundsätzlichen Umschwung benötigen. Wir sind dran, durch Aufklärungsarbeit hier einen Bewusstseinswandel voranzubringen. Ich danke Ihnen, Frau Andersson, für dieses kompakte Interview. Wir setzen das womöglich an anderer Stelle noch einmal fort, denn ich denke, die Aufklärungsarbeit muss fortgesetzt werden, gerade wenn uns hier neues, sehr gefährliches Ungemach ins Haus steht. Genau, da haben Sie völlig recht und wir werden hier alles tun, um das auch weiter voranzutreiben. Danke Ihnen für dieses Interview. Vielen Dank. Gerade jetzt darf die Aufklärungsarbeit nicht locker lassen. Helfen Sie auf eins mit Ihrer Spende.